Seite, ich habe schon viele Bekannte gesehen und freue mich, miteinander mit Ihnen hier diesen Tag verbringen zu können. Da wächst was. Ja? Das war ein großes Thema meiner Kindheit und Jugendzeit. Nicht, weil ich Hobbygärtner bin, aber weil es mein Vater war. Mein Vater war leidenschaftlicher Kleingärtner. Man könnte sagen, Schrebergärtner. Es gab wenige Dinge, die meinen Vater emotional so berührt haben, wie das Wachstum seiner Bohnen und Tomaten, das Wachstum seiner Erdbeeren und Himbeeren, seiner Äpfel und Birnen. In seinem Garten, da war er glücklich. Sein Garten, das war sein zweites Wohnzimmer. Und manchmal hatte ich den Eindruck, vielleicht war es sogar sein erstes Wohnzimmer. In jeder freien Sekunde, Minute ging er in seinen Garten. Dort hatte er ein Bänklein und wenn er nicht irgendwie gehackt, geschoren oder irgendwie geschuftet hat, dann saß er auf seinem Bänklein. Dort war er zu Hause, dort war er glücklich. Wenn die Dinge wuchsen und gediehen, wenn die Arbeit und die Mühe sich lohnten,